Hallo und herzlich willkommen zum Citizen Report. Jo, wir befinden uns bereits wieder in der VIP-Lounge auf beim Riker Memorial Spaceport auf A-Corp. Jo, wir sind ja wieder in unserer Hütte aufgewacht nach der letzten Aktion mit der Saber Raven und haben uns, wie wir oben rechts sehen können, einen Crime-Stat eingehandelt. Und den müssen wir jetzt wieder loswerden. Denn die Alpha 3.7 kommt wahrscheinlich erst, ja, ich schätze mal jetzt Freitag. Was ist das? Irgendwie 3., 4. Oktober oder was? Weil das ist immer noch eine Evocati-Phase und da die meistens freitags das freigeben für die PTU, denke ich mal, dass wir noch eine Woche warten müssen. Und ja, ich habe mir schon beim Chubby Blast hier auf Area 18 kann man sich diese Crypto Keys kaufen. Gibt es allerdings nur eine Sorte. Und bin dann hier schon mal, habe mich da mal so ein bisschen an der Security vorbeigeschlichen. Und ja, bin jetzt hier beim Spaceport und dann müssen wir nach Lyria fliegen. Da gibt es hier so einen Security Post, wo wir das Ganze wieder hacken können. So, da müssen wir bestimmt wieder fighten. Wildfire Hornet. Ah ja, wir kennen ja die Super Hornet. Und das ist ja die etwas besser ausgestattete Version, die zweisitzige. Und das ist jetzt so die normale Hornet. Und davon gibt es wieder eine, eine Sonderedition, die Wildfire. Dann nehmen wir die doch mal eben. Hangar 02. Ich will immer da lang. Jo. Es hat wieder mal eine andere Lackierung und ein anderes Waffenlayout. Ansonsten entspricht das eben der normalen Standard Hornet. Aber dann können wir uns die auch mal eben angucken. Ja, immer wenn da mal welche erreichbar sind, die ich normal nicht im Programm habe, also die nicht mir gehören, dann kann man die auch mal ausprobieren und gleich mitzeigen. Aha, mit diesen Sondereditions, das Loadout kann man ja selber auch an seinen Maschinen ändern. Das ist also jetzt nicht so kriegsentscheidend, aber so die Lackierung, wie wir jetzt sehen, schön in Rot, Rot-Grau, Rot-Weiß. Und die hat vorne auch so ein Wildfire-Logo dran. Ich weiß nicht, wie weit man das später alles selber noch machen kann, aber ist auf jeden Fall besser ausgestattet als die normale Hornet. Was mich hier wundert, ist, dass hier vorne nichts drunter hängt. Dafür haben wir hier ein paar Tarantula-Kanonen hängen. Das sind ja, ballistische Waffen. Und obendrauf haben wir eine Mörder Gatling, auch eine ballistische. Ich glaube, das sogar Size 5. Und ja, da werden wir nochmal gucken, ob wir die heute einsetzen müssen. Jo, die normale Hornet, wie auch hier die Wildfire, das ist ein Einsitzer. Ansonsten nicht viel anders. Und die ist aber ein Mörderkanone. Und dieser mittlere Kreis hier, das ist praktisch so ein modularer Schacht. Da werden wir dann später auch verschiedene Module für bekommen können. Zum Beispiel das von der Superhorne, ne, wo dann zwei Waffen drauf können. Und es soll, glaube ich, auch sogar ein Frachtmodul geben und ein Radarmodul für die verschiedenen Hornet-Versionen. Aber hier die Wildfire ist so nochmal eben ausgetüdelt für ein bisschen mehr Action. Ja, immer das Crime-Set leuchtet da wieder auf. Nochmal Starterlaubnis beantragen. Sieht hier eigentlich aus. Das kann man beim Deaktivieren. Und zack.
Ah ja, wieder mit Garagentür. Dann schauen wir mal, wie hier heile rauskommen. Sieht gut aus. Schalten wir gleich in Cruise Mode. Was sagt die Rückwärtskamera? Funktioniert auch. Nice, nice. So, und wir müssen zum nach Lyria, zum zu so einem Security Post. Da. Da, genau. Können wir das direkt anwählen? Scheint so. Gut. Aber jetzt müssen wir erstmal ja wieder in die aus der Atmosphäre raus. Ja, okay, so eine Emission haben wir ja schon gehabt, ne? Dass wir so ein Terminal hängen müssen, um den Crime Set wieder wegzubekommen. Aber das war, glaube ich, auf Hurston. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier auf Lyria funktioniert. Ich denke mal, wird ähnlich sein. Ja, benutzt ja nichts. So ein Crime Set ist nämlich ein bisschen hinderlich. Das sehen wir zum Beispiel hier. Wenn ich mir mal angucke, Missionen. Obwohl, das kann auch so ein bisschen jetzt situationsbedingt sein oder dass viele Leute hier spielen. Also es wird dann... Also es soll eigentlich so sein, dass man hier dann vielleicht auch mal so ein paar Sachen angeboten bekommt, die man sonst nicht bekommt. Ja, ich jetzt aber Moment nicht so viel anderes als sonst. Und dass hier ein bisschen weniger angeboten wird, weil man ja schließlich kriminell ist, ne? Dann kriegt man ja von offiziellen Stellen keine Angebote, schätze ich mal. Und selbst wenn das jetzt nur Zufall ist, wird das sicherlich mal so kommen. Ich denke gerade, Feuerwerk ist auch noch drin. Draußen. So. So, hier sind wir auch gleich im Orbit. Sehr schön. Okay, dann wollen wir mal gucken. Wo ist denn jetzt der Mond? Da oben. Das so ein bisschen beim Quantum Drive Start. Klausch. Und da müssen wir hin, denke ich mal. Genau. Ja, schauen wir mal, wie das ausgeht, wa? Oh, war noch im Dunkeln. Security Depot.
das wieder nicht, ne? Aber scannen kann man das auch nicht. Dass man da wenigstens einen Marker angezeigt bekommt, ne? Irgendwie doof. Man müsste sich das da irgendwie jetzt anzeigen lassen können, so wie jetzt auch. Ohne die ganzen anderen Dreiecke, wo man jetzt hin will. Finde ich ein bisschen unglücklich. So, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt, uns da jetzt wieder so ein paar Abwehrgeschütze erwarten. Ich will mal versuchen, ja, ein bisschen abseits vielleicht zu landen, um dann mal zu Fuß dahin zu gehen, ohne die Geschütze auszuschalten, ob das geht. Das wäre ja mal ein Versuch wert. Das zeigt dir mal eigentlich nicht an, wie weit weg das ist. Ich verscheue hier schon wieder ziemlich dicht über. Ah, da ist es schon. Oh, da geht's schon los. Oh Gott. Wir landen einfach mal. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Bleib doch einfach mal stehen. Ich steige aus. Und ich hoffe mal, dass sie auf mein Schiff schießen und nicht auf mich. Da wäre ich für. Dann erstmal hier aus der Action raus. So. Also ich mir das so angucke, hätte ich das wahrscheinlich sowieso nicht geschafft. Das ist ja irre. Da sind ja noch ein paar Meter. Mein armes Schiffchen. Naja, ist ja eh nicht meins. Man hätte vielleicht auch sowieso weiter weg. Also wenn das jetzt so klappt, dass man weiter weg landet, also bevor die einen gescannt haben, entdeckt haben, und dann so wie jetzt sich zu Fuß rantaste, das müsste ja eigentlich auch gehen. Das kann natürlich jetzt auch sein, wenn mein Schiff kaputt ist, dass sie dann auf mich ballern. Beziehungsweise wenn ich da hinten über den Hügel gehe, weil sie jetzt sehen sie mich ja eigentlich nicht. Jo, aber war ja mal interessant. Ist ja mal interessant zu testen, finde ich jedenfalls. Die Knarre können wir ja schon mal rausholen. Die Knarre rausholen. So. Schiff gibt es immer noch. Wo schießen die denn hin? Auf mich oder ohne Sinn und Verstand? Also auf mich glaube ich mal nicht.
Aber ich muss jetzt auch nicht ins Kreuzfeuer geraten. Das ist so eine geile Actionmusik im Hintergrund, die hört man bloß gar nicht in den lauten Kanonen. So, die wollen alle mein Schiff treffen und merken nicht, dass wir immer nur gegen die Wand schießen. So, ich hoffe mal. Komme ich da nicht hoch? Also scheinbar schießen die nicht auf Personen. Zumindest nicht so lange, als ich mein Schiff als Ziel habe. Es könnte natürlich sein, wenn das Geist steht immer noch. Relativ schwach die Dinger. Naja, das scheint nicht zu funktionieren. Was ist das für eine Musik? Boah, die passt irgendwie nicht, oder? Na guck, da wieder den Fahrstuhl. Von innen sehen die scheinbar alle gleich aus hier. Das ist die Shotgun. Wir nehmen mal lieber noch die. Ne, Quatsch. Sehe ich keinen. Gleich haben wir wieder 10 Stück am Hals. Da ist er. Headshot. Hä? So kann ich nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Na, das ist ja toll. Siehst du, geht doch. So, hier sind sie wach geworden. Wieso ging das da denn nicht mit? Waffenstörung oder was? Da hinten kommt er. Jetzt geht er. Da kommt der nächste angerannt. Headshot, nee, doch nicht. Hier. Siehst du, wie er sich versteckt? Das soll in Zukunft noch besser werden, wenn sich die Roadmap anguckt.
sollen die also wesentlich, ja, schlauer werden, so mit Deckung suchen und so weiter. Wie viel haben wir jetzt? 4. Das waren, glaube ich, immer 6, ne? Ah, ich glaube, wir müssen noch eine Etage tiefer. Da hoppeln noch welche rum. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, hier ging es lang, ne? Oder auch nicht. Das Gerappel, das nervt, ne? Deshalb spreche ich mein Schiff gleich in die Luft, dann ist hier Ruhe. Irgendwo geht's doch hier nach unten. War das hier, ne? War nicht. Ja, genau. Hier hoppeln aber schon mal hier rum. Die Wildfire steht da immer noch, die ballert da eine halbe Stunde noch rum. Ist hier keiner mehr, also ich bin mir sicher, dass wir das letzte Mal 6 waren. Warum sollte sich das ändern? Da steht einer, oder? Nee. Hier geht's weiter, also hier ist nichts, ne? Nur nicht, dass man da was in den Rücken fällt. Nee. War das nur 4? Da war das Terminal, ne? Genau. Was haben wir hier denn noch? Das ist der Serverraum. Hier ist aber auch niemand. Okay. So. Stick habe ich ausgerüstet, genau. So. Ah, geht das wieder los. Das kann natürlich sein, dass die anderen beiden, also ich bin immer noch der Meinung, dass das 6 waren, jetzt angedackelt kommen. Ich höre auch Schrittgeräusche.
Oder ich träume das bloß. Das ist auch mein Herzschlag. Spannung. Das sind doch Laufschrittgeräusche, oder nicht? Von da kann eigentlich nichts kommen. Oh, der läuft so weiter. Nice. Aber verdammt langsam. Ah, das war das, glaube ich, auch, ne? Die einen Keys sind schneller, aber sind werden öfter mal unterbrochen, dass man sie neu starten muss. Und die anderen sind langsamer, aber weniger Unterbrechungen. Oh, hier die... Oh, und der existiert immer noch. Können wir gleich doch noch wieder wegfliegen hier. Meine eigenen Fußgeräusche, die halten irgendwie nach hier, oder? Hm. Komisch, komisch. Oder oben rennt einer irgendwie im Kreis rum. Oh, noch nicht mal die Hälfte geschafft. Was ist hier eigentlich? Open. Carry. Guck, haben wir uns UEC-Abzeichen geklaut? Können wir uns dann auf den Anzug kleben und dann meinen sie alle, wir gehören zur Security oder so? Kann man das wieder zumachen? Ah, der läuft schon mal durch. Los. Oh, ich denke mal, hier kommt keiner. Bin ich ja auch nicht böse drum. Die nehme ich ja hier in Empfang, wenn ich rausrenne. Ja, da habe ich gerade meinen Crime Stat weg. Dann liege ich einen von den Securities um und dann habe ich gleich wieder einen Crime Stat. Ich meine, dass das hier ein bisschen länger dauert und man hier die Position halten muss, finde ich ja ganz in Ordnung. Aber ein bisschen schneller könnte das schon gehen. Also was das mit diesem Emblem jetzt auf sich hat, weiß ich nicht. Vielleicht kann man die ja sammeln oder so, oder woanders mal irgendwann für gebrauchen. Um sich irgendwo ja, auszuweisen, um irgendwo hinzukommen, wo man normalerweise nicht hinkommt. Ich kann den Kugelschreiber auch mitnehmen und das Tablet. Nicht. Ist festgeklebt, das geht nicht mit. So, hier, hau rein. Station Control. Können wir nochmal die Dinger da oben ausschalten? Muss eigentlich auch gehen. Dass man die Abwehrgeschütze einfach deaktiviert. Wenn man zum Beispiel mit einer Gruppe hierher kommt und wenn mehrere Leute hier Crime Stat weghaben wollen. So. Jetzt die richtigen Tasten gedrückt.
Yes! Bist du wohl? Wir sind jetzt vorsichtig. Hier tun bestimmt noch was rum. Oder eventuell noch was rum. Obwohl, im Moment. Sieht da nicht so aus. Guck mal, hier liegen Leichen rum. Wie konnte das denn passieren? Oh, der bewegt sich noch. Wir müssen erste Hilfe machen. Oh, jetzt kriegt er wieder ein Crime Stat. Ich bin gar nicht hier. Jo, das hat doch wieder reibungslos funktioniert. Jo. Wer das dann hier jetzt gerade sieht, kann ja eben nach Lyria kommen und mich hier abholen. Denn ich glaube nicht, dass ich mit meinem Schiff hier noch fliegen kann. Also das hat, glaube ich, keinen Zweck, wenn ich da jetzt hinlatsche und versuche, mit dem Wrack da wieder wegzukommen. Ich denke mal, wir machen hier Schluss. Und in der nächsten Folge wachen wir dann ja wahrscheinlich sowieso wieder in unserer Hütte auf. Und von daher, ja, wie gesagt, macht keinen Sinn jetzt da das Wrack da versuchen zu starten. Sterben wir wahrscheinlich sowieso bei. Okay, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis denn. Tschüss.